Zwei Jahre nach dem letzten Grand Prix Suisse Memorial trifft sich die Schweizer Oldtimer-Rennwagenszene erneut im Westen von Bern. Auf den zum Fahrerlager umfunktionierten Parkplätzen des Einkaufszentrums Westside bei Bernbrunnen finden wir am heutigen Tag einige ganz hochkarätige Oldtimer-Rennfahrzeuge. Mein Video widmet sich einigen Fahrzeugen aus der Zeit von 1965 bis 1971. Beginnen wir mit einem absoluten Highlight, der Ferrari 512M des Genfers Marc Gawain. Dieses Fahrzeug ist in den Farben der legendären Scuderia Filippinetti bemalt. Ob es sich beim Ferrari 512M effektiv um eines der beiden Fahrzeuge handelt, welche die Genfer Rennequipe 1971 bei den legendären 24 Stunden von Le Mans eingesetzt hat, konnte ich in dieser kurzen Zeit bis zur Fertigstellung meines Videos nicht abklären. Diese Flagge wurde von den Pferderennen übernommen. Aha, jetzt kommt wieder ein Hammerwagen, nämlich der Ferrari 512. Das war das Ferrari-Modell für Langstreckenrennen, erschienen 1970 und bis 1971 eingesetzt. Und der große Rivale dieses Ferrari 512, also 5 Liter 12 Zylindermotor, der große Rivale, war der Porsche 917. Das zweite Highlight an diesem Wochenende hier in Bern-Westside war für mich der Cooper T77, ein Formel 1 Fahrzeug aus dem Jahre 1965. Dieser Cooper T77, heute im Besitz des Hinwilers Urban Fessler, wurde in der Formel 1 Saison 1965 von keinem geringeren als vom legendären Jochen Rindt gefahren. Später wurde das Fahrzeug vom Schweizer Piloten Silvio Moser bei einigen Bergrennen eingesetzt. Heute ist der Wagen wunderschön restauriert, eindrücklich der Coventry Climax V8 Motor mit 1500 Kubikzentimetern und gut 180 PS. Ein weiteres Fahrzeug mit glorreicher Rennsport-Vergangenheit, der Ford GT40R von Raymond Moinat. 7 Liter V8 Zylindermotor, 500 PS und 2 Le Mans Siege. Bei diesem Exemplar handelt es sich um eine im Jahr 1965 gebaute Replika. Wir erreichen Wendy, Hartmann.
In den Werksfarben des Zigarettensponsors Goldleaf ist der Formel 2 Lotus 59 von Peter Studer bemalt. Ein Fahrzeug, welches 1969 von mehreren berühmten Grand Prix-Piloten bei den Rennen zur Formel 2 Europameisterschaft eingesetzt wurde. John Miles, Rolf Stommelen und Max Mosley, aber auch Jochen Rindt und Graham Hill fuhren den Lotus mit dem 1600er Cosworth Vierzylindermotor. Bei uns etwas weniger bekannt, die Rennserien mit den Fahrzeugen der Formel 5000. Hier das Exemplar von Holden Ganley aus der britischen Meisterschaft von 1970, ein McLaren R10B. Die schiere Power seines 5 Liter Chevy V8 Motors wird eindrücklich durch Jakob Speckerts Ausrutscher demonstriert. Ein weiteres sehr interessantes Fahrzeug hier im Westside, der Ferrari 166mm Spider Touring mit seiner Superleggera Karosserie aus dem Jahr 1950. Es soll sich um den ersten in die Schweiz importierten Ferrari-Sportwagen handeln. Nach dem kurzen Abstecher zu den Sportwagen noch ein Blick in den Himmel, wo einige wunderschöne Flugzeugveteranen ebenfalls eine eindrückliche Show boten. Der Zustand kostet ab 1,5 Millionen Dollar und höher. Und natürlich ist das in der Schweiz. Grand Prix Suisse Memorial in Bern. Ein hochkarätiger Oldtimer-Anlass zur Erinnerung an die großen Preise auf der legendären Bremgarten-Rennstrecke.